Eine brandneue revolutionäre Studie offenbart, was für Auswirkungen LSD auf das Gehirn hat. Die Studie wurde ausgeführt vom guten alten David Nutt. Wir kennen bereits einige Studien von ihm. Die Studie, die besagt, dass Reiten gefährlicher ist als Ecstasy, oder die Studie, die besagt, dass Alkohol die gefährlichste Droge ist von allen. If you want to understand the brain, you have to understand why the brain changes under the influence of psychedelics. LSD, I would argue, is one of the most important drugs that's ever been studied. This project is, I think, one of the most significant projects in the history of brain research. It's been banned effectively from research for 50 years. That's outrageous. That's the worst censorship of science there's ever been. Nutt hält die Studie für so revolutionär, dass er behauptet, dass die Studie das für die Neurologie ist, was die Entdeckung des Higgs-Teilchens für die Physik war. Falls du nicht weißt, was das Higgs-Teilchen bzw. das Higgs-Boson ist, schau dir unbedingt die Doku Particle Fever auf Netflix an. Doch warum ist diese Studie so revolutionär? Weil, wenn man weiß, wie der LSD-Rausch zustande kommt, bekommt man nicht nur ein besseres Bild davon, wie unser Gehirn funktioniert, man kann auch danach besser abschätzen, inwiefern sich LSD für therapeutische Zwecke eignen würde. Ich persönlich finde es krass, dass wir jetzt erst die genauen Details der Wirkungsweise von LSD im Gehirn erfahren, obwohl LSD bereits 1938 das erste Mal von Albert Hofmann synthetisiert wurde. Das Einzige, was wir bis jetzt über die Funktionsweise von LSD wussten, war, ja, wegen der Ähnlichkeit des Moleküls zu Serotonin dockt es an den Serotonin-Rezeptoren an. Die Studie wurde nur durch Crowdfunding möglich gemacht, bei dem man 53.000 Euro gesammelt hat. Ich werde euch nun die Ergebnisse der Studie präsentieren. Ich habe extra die ganze Studie gelesen, damit ich euch vielleicht ein paar Einzelheiten präsentieren kann, die nicht in den Zeitungsartikeln dazu standen. Die Studie ist sehr kompliziert formuliert. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch verstanden. Also, so wie ich das verstanden habe, verwandelt LSD das total langweilig aussehende, schwarz-graue Gehirn des Konsumenten in ein total geil aussehendes, kräftig leuchtendes Feuergehirn. Ich hoffe, das war jetzt wissenschaftlich korrekt formuliert. Okay, fangen wir beim Anfang an. 20 Studienteilnehmer bekamen einmal im Namen der Wissenschaft ein Placebo und einmal wurde ihnen 75 Mikrogramm LSD injiziert. Dabei wurde jedes Mal das Gehirn gescannt und dann haben sie die Placebo-Scans mit den LSD-Scans verglichen. Dabei kam heraus, dass LSD das Gehirn zum Teamwork anregt. Vorher nicht verbundene Gehirnareale waren auf einmal verbunden und arbeiteten zusammen. Normalerweise ist nur die visuelle Cortex für die Verarbeitung von dem, was wir sehen, zuständig. Auf LSD mischen dann aber komplett andere Regionen mit in dem, was wir sehen. Teilweise die Bereiche, die fürs Fühlen oder Hören zuständig sind. Je träumerischer die Optik sind, desto mehr Hirnregionen arbeiten am Sehen mit. Da fällt mir ein, ich will eine Fortsetzung von Alles steht Kopf sehen, wo das Gehirn der Protagonistin auf LSD ist. Apropos Alles steht Kopf, ein Kinderfilm. Wie das Gehirn auf LSD funktioniert, erinnert an die Funktionsweise des Gehirns eines Kindes. Denn als Kind sind die unterschiedlichen Gehirnregionen noch weniger voneinander getrennt und arbeiten wie auf LSD mehr miteinander zusammen. Je älter man wird, desto eher spezialisieren sich die einzelnen Gehirnregionen auf bestimmte Aufgaben. Das erklärt natürlich auch, warum sich LSD-Konsumenten sehr oft während des Rausches wie ein Kind fühlen. Ich frage mich an der Stelle, was würde dann passieren, wenn Kinder LSD nehmen? Spüren die dann gar nichts oder werden die dann irgendwie zu Babys? Es gab außerdem Bereiche im Gehirn, bei denen eine Reduktion an Verbindungen festgestellt wurde. Und zwar im Parahippocampus und im retrospinialen Kortex. Das war der erste Take, wo ich das gesagt habe. Diese Reduktionen konnte man dem Gefühl der Ich-Auflösung zuordnen. Doch wie haben die das rausgefunden? Sie haben die Teilnehmer ein paar Fragen beantworten lassen, wie stark war dieses Mal die Ich-Auflösung? Aus dem Grund wurden übrigens nur Probanden für die Studie zugelassen, die schon Erfahrungen mit LSD haben, damit sie diese Erfahrungen mit anderen LSD-Erfahrungen einordnen können. Und dann konnte man eben feststellen, dass bei den Menschen, die eine besonders starke Ich-Auflösung empfunden haben, sich die Verbindungen in dem Bereich des Gehirns besonders viel aufgelöst hatten. Und logischerweise, die weniger Ich-Auflösungen berichtet haben, die hatten dann weniger solche Auflösungen der Verbindungen in diesem Bereich des Gehirns. Ha, und dieser Teil steht
nicht in den Zeitungsartikeln. Doch das Spannendste zum Schluss. Die Ergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass in LSD ein hohes Potenzial steckt, um psychische Krankheiten zu heilen. Vor allem Krankheiten, die durch gewisse automatisierte Prozesse im Gehirn ausgelöst werden, wie Depression. Das LSD könnte diese automatischen Prozesse brechen, dadurch, dass die Bereiche, die für diese Prozesse zuständig sind, dann mit anderen Bereichen verknüpft werden. Dazu sage ich nur, ha, Herr Müller! Drogenpolitisch sind Jugendrichter Andreas Müller und ich sehr oft auf einem Level, aber bei einer Talkshow, bei der wir zusammen zu Gast waren, widersprach er mir ein bisschen, als ich hervorbrachte, dass LSD durchaus Potenzial hätte, psychische Krankheiten zu therapieren. Told ya! Also von dem her habe ich so ein Ergebnis natürlich erwartet. Es gibt noch einige Aspekte der Studie, die man hier noch ein bisschen ausführlicher besprechen könnte, aber ich war mir nicht sicher, ob ich dafür qualifiziert genug bin. Deswegen dachte ich mir, mache ich vielleicht bald ein Hangout, wo ich dann mit euch so ein bisschen diskutiere über die Ergebnisse und dann können mir manche widersprechen und mich korrigieren. Viele von euch sind ja ziemliche Experten auf solchen Gebieten. Schreibt mir auch gerne, welche Aspekte ich noch erwähnen hätte sollen und welche Drogenstudie sollte man als nächstes machen. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.